Ja, ich bin Mittelstürmer, 1,94 groß, bin trotzdem ein technischer Spieler und meine Stärken sind auf jeden Fall der Abschluss, Torriecher und auch das Spiel mit Ball und auch das Spiel gegen den Ball. Und ich bin auf jeden Fall ein Arbeiter und ja, so kurz und knapp könnte ich mich beschreiben. Da muss man nicht lange überlegen, es ist ein Top-Verein mit viel Tradition, mit super Fans. Und umso glücklicher bin ich einfach, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, in der nächsten Saison hier einfach mit der Mannschaft gemeinsam viel zu erreichen. Ja, wir hatten auf jeden Fall ein sehr gutes Gespräch mit den Verantwortlichen, auch mit dem Trainer. Und das war gleich sehr positiv. Man hat gespürt, dass wir die gleichen Ziele haben. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt einfach diese Aufgabe bekomme und diese Chance bekomme, mich hier zu beweisen. Ja, natürlich ist jetzt alles ein bisschen stressig. Ich fahre noch in den Urlaub, war eine sehr lange Saison und dann komme ich 2 bis 3 Tage später, stoße ich zur Mannschaft und natürlich Umzug ist am Laufen, alles, Wohnungssuche. Ich hoffe, ich denke mal, ich finde ein schönes Stadtteil in Osnabrück, wo ich dann heimisch werde und freue mich dann auf den Trainingsauftakt. Ja, einfach in der dritten Liga Fuß zu fassen, sich zu beweisen und natürlich dann einen guten Start mit der Mannschaft hinzubekommen. Einfach die Leute im Stadion, die Fans zu begeistern mit attraktivem Fußball, mit Mentalität, mit Kampfgeist. Und ja, dann denke ich, kommt der Rest von alleine.